dass jeder weiß, was er genau zu tun hat. Und Sie haben auch gesehen, ja, aufgrund der Berichterstattung der letzten beiden Tage, dass auch ein Regierungspolitiker zwar im Parlament die Maske getragen hat, aber nicht im Supermarkt. Das ist kein Grippevirus. Das funktioniert anders, sonst wäre ja die Ausbreitungsgeschwindigkeit nicht so dramatisch höher wie bei anderen Infektionskrankheiten. Das muss einem doch einleuchten, auch wenn man kein Experte ist. Ich bin auch kein Experte. Und Sie haben auch gesehen, ja, aufgrund der Berichterstattung der letzten beiden Tage, dass auch ein Regierungspolitiker zwar im Parlament die Maske getragen hat, aber nicht im Supermarkt. Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass solche Masken einen schützen. Das ist definitiv nicht der Fall. Halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten.